Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu G's Cooking Show. Heute machen wir mal eine Vorspeise. Haben wir ja noch nie was gemacht, also in Richtung Vorspeise. Und heute machen wir Erdbeeren mit Avocado. Das ist eine ganz einfache Vorspeise. Ich probiere sie auch zum ersten Mal aus. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich höre immer bloß von allen, das schmeckt mega lecker. Und deswegen machen wir das heute mal. Und dazu brauchen wir ein Kilo Erdbeeren. Eine Avocado, die haben wir hier. Sollte schon schön weich, also leicht weich sein, wenn er eindrückt. Wir brauchen eine Zitrone. Wir brauchen eine Prise Salz und Pfeffer. Aber auch nicht mehr. Dann brauchen wir noch ein bisschen weißen Balsamico. Der ist halt so hell, sieht aus wie weißer Essig. Ist eigentlich mehr oder weniger auch Essig. Habe ich mir erklären lassen. Und 2 Esslöffel Honig. Und den ganzen Spaß verrühren wir denn zusammen. Wir fangen erstmal an, die Erdbeeren zu schneiden und die Avocado zu schälen und zu schneiden. Dann werden die Erdbeeren mit dem Honig vermischt und dem Salz und dem Pfeffer und die Avocado mit der Zitrone. Und dann dekorieren wir das alles noch schön hin und am Ende kommt der weiße Balsamico drüber. Na gut, Leute, dann fangen wir mal an mit dem Schnibbeln. Hände gewaschen habe ich natürlich vorher. Nicht vergessen, Leute, wascht die Erdbeeren auch vorher mal ab. Ich habe sie schon abgewaschen, deswegen habe ich sie hier in der Schale. Auch ganz wichtig. Und dann fangen wir einfach mal an. Ups. Bleibst du jetzt hier stehen? Bleib hier stehen. So, ich schnippel, würde ich sagen, erstmal die Erdbeeren. Ganz einfache Nummer, wisst ihr ja, grüne muss hinten ab. Und dann schneidet er die einfach nur in Scheiben runter. Ich sag mal so 3 mm dick circa. Macht es so dick, wie ihr möchtet. Wichtig ist bloß, die Avocado dann genauso dick zu schneiden und ungefähr genauso groß. Machen wir hier mal 4 Scheibchen, das sieht doch immer ganz gut aus. Dann hat das hier hinten in die Schale. Und das machen wir jetzt erstmal mit allen Erdbeeren. Das könnte ein bisschen dauern. Und danach widmen wir uns der Avocado. Also Leute, das dauert jetzt hier ein bisschen. Und ich denke mal, mein Schatz wird schon recht haben. Die steht nämlich hinter der Kamera. Das Ganze werde ich in Zeitraffer machen. Sonst glaube ich, dauert die Folge viel zu lange. So, also machen wir das doch jetzt so und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hier mit dem Schnippeln fertig bin, dann machen wir uns an die Avocado, würde ich sagen. Gut. So, meine Lieben, das war die letzte Erdbeere. Dann haben wir die hier so richtig schön fertig geschnippelt. Können wir schon mal uns hier den Honig grapschen. Und den da schon mal mit reingeben. Und das müssen wir dann nachher alle ganz vorsichtig und eine ganze Weile unterrühren. Da bist du Honig hier noch raus. Hier haben wir den schon mal drin, dann kann die weg. Denn machen wir schon mal die Prise Salz und die Prise Pfeffer mit drin, Leute. So. Der Spaß muss noch untergerührt werden. Das mache ich dann nachher nebenbei, weil ich will mich jetzt erstmal um die Avocado kümmern. Wenn ihr mal wissen wollt, wie eine Avocado oder wie ihr rausfindet, dass die richtig schön reif ist, hier oben, wo der Stiel dran ist, wenn ihr das leicht eindrücken könnt, und nachgibt, dann ist die reif.
Das merkt er. Und sonst halbiere ich sie bloß einmal, versuche sie so gut wie möglich auseinander zu kriegen und dann versuche ich die Haut abzuziehen und dann schnippeln wir das Teil nur noch. Na gut, versuchen wir mal unser Glück. Ich habe auch noch nicht so oft mit Avocados gearbeitet. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr weich, sieht man auch schon. Also einen Tag länger und dann hätte ich so 100 pro wegschmeißen können. Mal einen kleinen Löffel, dann kriegt man den Kern besser raus. Oh ja, die ist richtig weich, die ist richtig weich. Das ist die Frage, ob ich die Haut hier noch so abkriege. Aber doch, sieht gut aus. Kann man einfach abziehen. Jetzt müsst ihr gucken, wenn ihr so ein paar dunkle Stellen drin habt, könnt ihr natürlich auch gerne rausschneiden. Boah, ist die weich. Aber die Haut geht super ab. Die kann man jetzt einfach abziehen, wie als hättest du eine Pellkartoffel oder sowas. Weil natürlich ist die Haut dicker. Sie riecht nach nichts. Das ist ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall muss man nicht aufpassen, dass die eben nicht aus der Hand rutscht. Das können sie schon mal gerne machen. Dann haben wir hier die Ähne. Und das gleiche. Eigentlich kriegt man auch hier oben beim Stiel einfach durch. Ja, dann kann man so ein bisschen besser poolen. So. Wie gesagt, wenn ihr dunklen Stellen nicht mögt oder so, schneidet sie raus, aber die sind nicht böse. Eigentlich, soweit wie ich das weiß, riecht man nicht bei einer Avocado, wenn die schlecht ist. Die riecht dann halt nicht mehr nach Avocado, also nach nichts. Sondern die riecht dann schon ein bisschen strenger. Aber ich schneide das auch mal hier mit weg. So. Flupp. Genau. Und jetzt müssen wir probieren, die ungefähr in die gleich großen Stücke wie bei der Erdbeere zu schneiden. Also ich würde hier vorne anfangen und einfach dünn runterschneiden, Leute. Und ab dem Stück, wo ihr merkt, da wird es jetzt langsam breiter, würde ich es einfach nochmal halbieren und dann einfach weiter runterschneiden. Ist die schön weich. Wirklich wie als hätte man lauwarme Butter in der Hand. Also lauwarm, ja, aber handwarme Butter in der Hand. Machen wir das gleiche Spiel hier oben nochmal. Schneide jetzt noch so eine kleine Stelle hier raus. Flupp. Und dann geht der Spaß hier von vorne los. Ist das rutschig? So. Avocado ist für mich auf jeden Fall die natürliche Butter. Also noch natürlicher als Butter ja eh schon ist. Aber das ist echt heftig. So. Dann haben wir das schon. Jetzt muss der ganze Spaß mal. Ich wasche mir jetzt mal die Hände, Freunde. So. Kurz. Dann muss der ganze Spaß auch mal in eine Schüssel und dann müssen wir die Zitrone drüber auspressen und das ganz vorsichtig eben mal durchrühren. Und wenn wir mit dem ganzen Rühre fertig sind und auch mit den Erdbeeren, dann wird nur noch geschichtet. Und wenn wir mit den Schichten fertig sind, wie gesagt, kommt der Balsamico drüber. So. Jetzt kommt da noch die Zitrone drüber. Ja, ich würde vielleicht nicht eine ganze Zitrone nehmen, eine halbe reicht. Und die geben wir dann hier einfach mit rein. So, ist alles ein bisschen benetzt. Zack, kann sich hier so ein bisschen verteilen. Ich rühre bloß mal so durch, weil ich will wirklich nicht mit dem Löffel noch mal extra rennen. Da seht ihr schon, da verteilt sich die Flüssigkeit. Haben wir das fertig? Stell ich mal kurz zur Seite. Verrühren wir mal noch die Bananen. Ach, die Bananen wollte ich schon sagen. Die Erdbeeren natürlich eine Weile.
damit der Honig sich so ein bisschen verteilt. Wäre natürlich geiler, wenn ich weicheren Honig gehabt hätte. Aber das kann jetzt ein little bit dauern, Leute. Und dann fange ich hier mit den Schichten an und dann sehen wir uns nach den Schichten wieder, würde ich sagen. Den Rest machen wir wieder in Zeitraffer. Und dann sehen wir uns später wieder. Die letzte. Da haben wir die Sauerei hier erstmal beendet. Ich zieh mir bloß mal kurz den Handschuh aus, Leute. Ich glaube, dass man das doch irgendwie anders cleverer machen könnte. Ich habe das jetzt natürlich selber auch nach dem Rezept gemacht. Aber da können wir uns ja nochmal ausprobieren. Ich glaube nämlich eigentlich auch, dass ganz viel Basilikum dazu passt. Aber das können wir ja beim nächsten Mal ausprobieren. Jetzt nehmen wir uns nur noch hier den weißen Basilikum. Und jedem davon ganz vorsichtig, am coolsten wäre, wenn er eine Spritze oder irgendwas hätte, wo er besser dosieren könnte. Sonst müsst ihr halt den Finger drauflegen und gucken, dass er eine ganz kleine Rille hat und nur ganz, ganz wenig. Also am besten, wenn, wie gesagt, wenn er eine Spritze hat, eigentlich ein Tropfen drauf, reicht vollkommen aus. Da muss man halt ein bisschen gucken, wie man das jetzt so macht. Wenn ich natürlich hier auf jedem nur einen Tropfen verteile, ne? Auf jeden Fall. Ich trau mich nicht. Zack, da tropft einer. Da einer. So ein bisschen besser. Ah, okay. So. Wir haben ein paar Tropfen. Wie gesagt, ganz vorsichtig sein. Das ist wie Essig eigentlich. Oh Leute, und dann, dadurch, dass ich das ja selber noch nie gekostet habe, nehme ich jetzt hier mal einen sauberen Löffel. Oder besser Löffel, Gabel. Und dann koste ich mal. Mal gucken, wie und ob es schmeckt. Mega. Schmeckt zwar erstmal großteils nur nach Erdbeeren. Man hat ein bisschen die Säure von dem Basilikum. Balsamico, sorry Leute. Und durch den, ich nenne es jetzt mal Fetti, halt der Avocado, schmeckt es halt noch stärker. Ist auf jeden Fall eine leckere Sache. Würde ich euch empfehlen nachzumachen, erst recht, wenn es jetzt schön warm wird. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Nicht vergessen, abonniert gerne G's Cooking Show oder schaut bei aller Handrap vorbei oder guckt eine andere Folge an oder guckt auf Twitch bei G-MAN-78 mal vorbei. Bis denne!